Trink lieber Bier statt Prosecco und Sekt. Ich spreche dennoch nur Hochdeutsch und kein Dialekt. Ja, zu Beginn mal nur eine Erklärung, dass ich Hochdeutsch spreche und kein Dialekt kann. Und woran es liegt, ich habe eine Kurzgeschichte, oder besser gesagt eine Fortsetzungsgeschichte, wo es darum geht, wo ich herkomme, um mein Ghetto, um meine Roots, weil ich komme aus St. Pölten. Ich komme aus einem Dorf in der Nähe von St. Pölten. Und die Geschichte könnte ein bisschen erklären, warum ich keinen Dialekt kann. Die geht so. Ich war auch mal jung, also ein Kind, sagen wir 7 Jahre alt, noch nicht so erfahren wie jetzt mit 18, fast 19 Jahren, aber doch derselbe Mensch, zumindest fast, sehr ähnlich auf jeden Fall. Ich habe jetzt eine andere Frisur als mit 7, aber sonst, man stellt sich jetzt bitte einen 7-jährigen Moritz vor, ein bisschen dicker, ein bisschen mehr Glanz in Haaren und Lächeln, noch keine Gründe dazu, Texte über Gesellschaftskritik und Liebe zu schreiben, wohl das Einzige, das Moritz 18 kann. Moritz 7 spielt Kasperltheater und Zirkus. Die Erwachsenen gaben Moritz 7 eine Plattform und haben ihm gezeigt, wie es geht. Moritz 18 steht unheimlich auf ein Happy End. Moritz 14 und Moritz 15 könnten damit wahrscheinlich nicht übereinstimmen, bei Moritz 7 weiß ich es nicht. Eines Tages sagte Moritz 7: Hey Leute, ich hab keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, erwachsen werden, überall sterben Menschen und geboren werden sowieso zu viele und Segregation und Nazis, ich spiel dann nicht mehr mit. Er nahm ein großes Tuch, legte 2 Leiberl, ein paar Spielsachen, Straßenkreiden darauf, faltete das Tuch zu einem Beutel, band es an einen Stock, den er über die Schulter legte und sagte so: Ich gehe jetzt, tschüss. Da er das zu seinen Stofftieren sagte und zu keinem Menschen, war sich Moritz 7 diesen Symbolismus, dieser Aussage bewusst, die mehr eine abschließende Feststellung als eine Verabschiedung war. Um aber seine Familie nicht ganz in Unwissenheit zu lassen, schrieb er noch schnell vor seinem Weg ins neue Leben mit der Straßenkreide von seinem Beutel und sehr krakeliger und ungleichmäßiger Schrift auf dem Asphalt vor der Haustür seine Verabschiedung, die von Rechtschreibfehlern wimmelte. Liebe Familie, ich bin weg, schönes Leben noch. PS, lasst mein Zimmer bitte wie es ist, dass ich, wenn ich in 20 Jahren wiederkomme, noch meine Mickey-Maus-Hefte lesen kann. Das auf meinem Nachkastel habe ich erst bis zur Hälfte. Baba. Fortsetzung folgt. Der zweite Teil. Moritz 11. Moritz 11 liegt auf einem Abhang neben einem Maisfeld in Obergrafendorf. Die Bahn fährt vorbei, der Ort ist dennoch gut versteckt und masturbiert. Er kommt manchmal an diesen Ort, um zu masturbieren, manchmal auch nur so. Als er fertig war, sinnierte er. Nach dem Masturbieren ist er immer sehr melancholisch. Sein bester und erster Freund noch aus der Kindergartenzeit kommt auch oft mit. Da masturbieren sie oft zusammen und unterhalten sich über die Mädchen aus ihrer Klasse. Beide mochten Julia, aber Moritz 11 kam erst mit ihr zusammen, als sein bester und erster Freund schon mit Julia zusammen war. Jetzt war Moritz 11 aber alleine bei seinem Plätzchen neben dem Maisfeld. Er sinnierte. Oft machte sich Moritz 11 Gedanken über Dinge, die man erst viel später entdeckte, wie den Sinn des Lebens, gibt es einen Gott oder habe ich Prostata-Probleme? Warum sich Moritz 11 schon mit 11 Jahren Gedanken darüber machte? Das fing an, als er mit 7 Jahren von zu Hause weglief. Moritz 1 bis Moritz 6 waren sehr verträumt, lebten in ihrer eigenen Welt. Erst Moritz 7 hat begonnen, sich Fragen zu stellen. Als die Eltern von Moritz 7 und Moritz 11, es waren dieselben, gemerkt haben, dass Moritz 7 weg war, haben sie ihn gesucht. Gefunden haben sie ihn beim Plätzchen neben dem Maisfeld, den er am selbigen Tag entdeckte. 7 Stunden war er von zu Hause weg, doch er war stolz auf jede Sekunde davon. Wahrscheinlich hätte er es nicht länger als 8 Stunden ausgehalten, aber die 7 Stunden machten ihn unheimlich stolz. Moritz 7 war stolz. Moritz 7 hatte nur 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, vor dem Scheiß erwachsen werden, Kriege, Waffen, Ejakulation, Brüste, Politik, Plastik, Erderwärmung wegzulaufen, scheiterte. Also blieb Moritz nur noch Möglichkeit 2, da bleiben und sich mit dem Scheiß abfinden. Fortsetzung folgt. Der dritte Teil. Moritz 11 war frühreif. Das wusste er schon damals, seine ersten feuchten Träume hatte er in der Volksschule, das Wort Anarchist verwendete er schon im Kindergarten. Er hat irgendwo mal gelesen, dass frühreife Kinder sich öfter mit ihrem Körper unwohl fühlen und mit der Pubertät Angst bekommen. Als er das gelesen hatte, freute sich Moritz 11, weil er auch Probleme mit Körper und Pubertät hatte. Er saß wieder mit seinem besten und ersten Freund neben dem Feld und sie sprachen über Mädchen. Moritz 11 war nun endlich mit Julia zusammen, sie hatten sogar schon ihren ersten Kuss, wobei Kuss ein flüchtiges Zusammenklatschen der Lippen war. Das fühlte sich gut an. Das hat sich gar nicht falsch angefühlt. Beim Runterholen hatte Moritz 11 oft Angst, dass er bei zu häufigem Genuss unfruchtbar werden könnte. Dass Moritz 18 ohnehin keine Kinder will, wusste Moritz 11 ja noch nicht. Moritz 18 weiß ja auch nicht, ob Moritz 32 Kinder haben will. Der erste Kuss von Moritz 11 hat sich aber gut angefühlt.
Er war mit Julia schon 2, 3 Monate zusammen, bis sie sich geküsst haben. Also, sie haben sich davor auch schon geküsst, aber nur auf die Wange. Moritz Elf kaute ein Stück von seinem Nagel ab und spuckte ihn aus. Hast du schon einmal ein Mädchen gesehen, also nackt? In echt noch nie, aber sonst schon in Pornos. Moritz Sieben hat einmal mit 2 Freunden ein Packen Pornohefte gefunden. In Obergrafendorf gab es das, dass man manchmal ein Packen Pornohefte findet. Daher wusste er auch, wie Mädchen aussehen. Moritz Elf und sein Freund machten oft viel Blödsinn, darauf waren sie aber recht stolz. Wenn sie sich die Schönheit einer nackten Frau ansahen, machten sie etwas Schlimmes, verboten es. Niemanden erzählen, die Eltern werden schimpfen. Vor ein paar Jahren haben Moritz Elf und sein Freund am Bahnhof von Obergrafendorf Kondome gekauft. Damals waren sie noch in der Volksschule und im Großen und Ganzen sehr unschuldig. Schelmisch lachend standen sie vor der Bahnhofstoilette. Der Bahnhof war nur eine kleine Hütte mit ein paar Gleisen. Gehen wir jetzt rein oder nicht? Ja, gut, wir gehen rein, du zuerst. Sie gingen hinein und wieder hinaus, bis sie irgendwann so mutig waren und 2 10-Schilling-Münzen in den Automat warfen und schwarze Kondome runterdrückten. Sie wollten wissen, wie sich das so anfühlt, aber sie wussten, dass das verboten war. Fortsetzung folgt. Wie lange habe ich noch? Nächster Teil. Moritz Sieben hatte oft posttraumatische Albträume. Schlingensief wäre stolz auf ihn gewesen. Es fiel ihm sehr schwer, Eltern, Lehrern, Therapeuten diese Träume zu schildern. Im Großen und Ganzen ging Moritz Sieben eine Wiese entlang, ein Haus, eine Blume, eine sehr klassische Darstellung von einem wohligen Ort. Plötzlich reißt die Erde auf und Moritz Sieben fällt und überall sind Gerüste wie die Stützen einer Achterbahn oder wie Baugerüste, die Moritz Sieben einfingen. Hinter diesem Fall und den Gerüsten verbarg sich etwas, von dem Moritz Sieben wusste, dass es ein geheimer Plan ist, der mit dem Ende der Welt zu tun hat. Dann war wieder die Wiese, dann wieder das Schwarz der Gerüste, eine Monotonie der Reizüberflutung und des Reizentzugs spielten nebeneinander. Moritz Sieben wollte nur weg von diesem Scheiß, aber Das war er jetzt auch. Waren seine Albträume doch auch bestimmt ein Puzzlestück des Puzzles, das ihn von zu Hause wegschickte. Jetzt war er unterwegs mit seinem Beutel angebunden an einen Stock, den er über seine Schulter gelegt hat. Moritz Sieben versuchte sich am Weg bewusst der Gesellschaft zu entsagen, indem er Materialismus in jeder Form verwarf. Er sagte sich, dass er 7 Lebensjahre verschwendet hat, den Sinn des Lebens zu finden, Viktor Frankl und so. Er will keinen Sinn mehr brauchen. Deswegen ging er jetzt weg. Er wollte auch dem Gefüge von Raum und Zeit entsagen. Und nach einigen Minuten Fußweg gelang ihm das auch. Moritz Sieben wusste am Ende seiner Reise auch nicht mehr, ob es sich bei seiner Reise um Stunden oder Jahre hielt. Hin und wieder definierte er die Zeit über den Wuchs seiner Haare. Er riss sich ein Haar aus, legte es von einer bestimmten Sommersprosse zu einer anderen an seinem Arm. Reichte das Haar weiter als zur gewöhnten Sommersprosse, musste es gewachsen sein. Moritz Sieben erlangte Transzendenz. Ein Erlebnis, das ihn noch lange beeinflusste, zum Beispiel als er mit 16 im Rausch glaubte, er sei der Messias. Niemand konnte das Gegenteil beweisen. Leider hat Moritz Sieben die transzendentale Ausgeglichenheit bald wieder verloren. Seine Eltern und die Polizei fanden ihn und der Scheiß ging weiter. Fortsetzung folgt. Ja, grüß euch. Ich wollte halt ganz viel Nice schreiben. Und ich auch nicht. Jetzt ist das Alte ein bisschen aufgetunt. Ja. Winterdepression. Er hat die Schnauzen gestrichen voll. Er will jetzt wirklich nimmer. Er mag nimmer. Er mag schon lang nimmer. Er macht jetzt Schluss. Er wird sich jetzt verabschieden. Geht der in den Wald ein und will sich aufhängen? Aber dann sieht er, dass sein Baum schon behängt ist. Das dauert ein bisschen, gell? zwei Kaffeeheferln. Ein Lars Kaffeeheferl steht neben einem anderen Kaffeeheferl. Beide stehen sich schon eine Zeit so um, haben noch einen Rest Kaffeesatz am Boden und eins hat am oberen Rand Lippenstift bicken und irgendwie riecht der alte Kaffee schon ein kleines bisschen gillig und grausig. Sagt das eine Heferl zum anderen, fühlst du dich auch so benutzt? Ja, leider, das ist kein Leben. Nein, echt nicht. Komm, spring mal. Und dann springen sie Henkel in Henkel in den Tod. Spart er dann im Himmel von den Heferln, nachdem sie durch einen langen, hell erleichterten Tunnel gegangen sind, geflogen, kommen sie zum größten Meister, zum Gott, höchstpersönlich.
Der sagt gleich, ja, spinnt sie es, ha? Den Freitort hab sie es gewählt, des undankbaren Kreaturen. Das ist eine Todsünde. Gut, dort seid ihr jetzt eh. Aber warum habt ihr das gemacht? Mei, Entschuldigung, wir seien uns halt so benutzt und so dreckig vorkommen. Entschuldigung. Ihr seid wohl ein bisschen deppert, das zwar. Ihr seid zwar Kaffeehäferl nach einer Studentenbude. Da wird man halt nicht immer gleich gewaschen. Da stirbt man halt einmal ein, zwei, drei Wochen. Und? Nein, wir haben das nicht mehr ausgehalten. Was machen wir denn mit euch? Ins Paradies kann ich euch nicht lassen. Nicht, nie. Nicht unter den Umständen. Ich meine, eine kleine Wiedergeburt kann ich euch umbieten. Aber diesmal dürft ihr das nicht mehr vermasseln. Sonst schaut es ganz schlecht aus. Aber ich hatte ein sauberes Platzl für euch. Und die Heferln, die hören ein Glockengebimmel, fliegen durch einen hellen Tunnel. Und wie sie wieder ganz bei sich sein und die Augen aufmachen, finden sie sich wieder in einem Fernsehstudio für irgend so eine Kaffeewerbung. Da stehen sie brav unter so einer schicken Espresso-Maschine, dann kommt ein ziemlicher Feschack daher. Gut, ein bisschen alterlen tut er mittlerweile. Aber richtig schlecht schaut er deswegen echt nicht aus. Aber eine Laune hat er wie ein Filmstar. Schaut die zwei Häferln kritisch an und knallt sie mit einem Mordskaracho auf den eleganten Marmorboden. What the fuck is this? Die zwei Häferln liegen in tausend Stücken am Boden und hört irgend so eine Assistentin sagen, von der Stimme her kann's ja fast die schlamperte Studentin aus der WG sein. Oh, Entschuldige, Entschuldigung, oh sorry, I'm so sorry, mein Fehler. Und sie bringt sofort die Originaltassen. Der graumelierte Heini runzelt grantig sein Dackelstirn und denkt sich sicher, die haben keine Ahnung, mit wem sie es dort zu tun haben. Profis haben sie ihm versprochen, Profis. Und genau über die Dilettanten freuen sich die zwei Häferl und irgendwo, sie seien schon weit weg, es gibt keinen Raum und keine Zeit mehr, nur mehr ein helles Licht und eine Stimme, die sagt, ja, grüß euch, das ist aber schnell gegangen. Und die Häferl schweben Henkel in Henkel ins Paradies. What else?